kann man sich natürlich auch mal ein Nickerchen gönnen. Doch in Seelo war es an diesem Sommerwochenende etwas anders. Knatternde Maschinen und viel Rauch um nichts beim Europameisterschaftslauf der Autocrosser. So standen sie also und beäugten die knatternden Kisten mit großem Interesse. Diese Läufe haben eine sehr große Tradition. Sie sind bekannt und für unsere Region ein gewisses Ausrufezeichen. Blumige Worte hört man häufig auch von Motorsportgegnern und Öko-Freaks und vor allem dann, wenn die Rennstrecke neben einem Seniorenheim platziert ist. Die Betroffenen. Ich bin mit fast 85 Jahren so dran interessiert, weil meine Kinder alle einen Wagen haben und alle fahren. Oh, ich finde das schön hier. Wir haben ja weiter nichts. Wir sind von der Stadt so abseits. Nicht? Das Einzige, was wir hier mal haben. Ach, das ist einmal im Jahr und das kann jeder aushalten. Und wer nicht, der kann ja wegfahren. Davonfahren wollte natürlich auch Lokalmatador Peter Mücke aus Berlin, allerdings nur seinen Gegnern. Unter den kritischen Blicken machte Peter Mücke auch gleich im Vorlauf so richtig ernst und machte sich klammheimlich aus dem Staub. Eine Studie seines fahrerischen Könnens. Doch auch er wusste genau um seinen schärfsten Konkurrenten. Bartaschek. Der Tscheche, ganz eindeutig, weil er vom Potenzial der ist, der hier auch gewinnen kann. Also wir sind da mit Sicherheit beide gleich. Identisch wie Mücke beherrschte auch Peter Bartaschek aus Brezno auf seinem Skoda die restlichen Cross-Poliden eindeutig und qualifizierte sich somit für das große Finale. Scheinbar hatte Mücke nicht nur Bartaschek, sondern auch den dritten der bisherigen EM-Gesamtwertung, den Tschechen Imrich Vlasati, auf seiner Rechnung als ernstzunehmenden Finalgegner. Denn auch er zeigte, dass die bisherigen EM-Platzierungen kein Zufall gewesen sind. Und dann gebanntes Warten der etwa 3000 Zuschauer und letzte Pistenkosmetik vor dem Finale des vierten EM-Laufs. Wer nach der ersten Kurve vorne liegt, hat so gut wie gewonnen. Deswegen drückte Mücke auf der Innenbahn fahrend gleich voll aufs Gas und buxierte sich gegenüber Bartoszek in die bessere Position, was reichlich Staub aufwirbelte. Es sollte also zu dem von Peter Mücke bereits vorhergesagten Zweikampf zwischen ihm und dem Tschechen kommen. Die Schikane exzellent durchfahren, baute der erste der EM-Gesamtwertung, liebevoll auch Yamaha Mücke genannt, seine führende Position Runde für Runde aus. Am Ende ein souverän herausgefahrener Tagessieg für Peter Mücke vor den beiden GSFR-Fahrern Peter Bartaschek und Václav Uhr. Und was sagen die älteren Motorsportfreaks zu diesem grandiosen Sieg? Ich muss ehrlich sagen, so interessant habe ich es mir nicht vorgestellt und ich freue mich, dass so viel Interesse ist und die Wagen immer schwerer werden. Elefant machen, aber Peter Mücke ist immerhin Europameister im Autocross. Und der frühere DDR-Rennfahrer, dort war diese Sportart ja nicht gerade bekannt, konnte jetzt in Berlin schon wieder frühzeitig seinen Titel verteidigen. Ob das geklappt hat, sagt Ihnen mein Kollege Thomas Hirschfeld. Peter Mücke ist seit 20 Jahren erfolgreicher Rennfahrer und Geschäftsmann. 25 Jahre jünger, von der gleichen Firma bezahlt, Formel 1-Star Michael Schumacher. Kleiner, aber feiner Unterschied, der eine verdient Millionen mit seinem Sport, der andere hat einen 16-Stunden-Arbeitstag. Das erfordert Durchhaltevermögen. Man muss schon zäh sein und irgendwo innen drin den Willen haben zu siegen. Egal wie oft man dabei auf der Nase fällt, eben immer wieder aufzustehen und vorzugehen. Der Rennwagen des Europameisters ist eine Eigenkonstruktion. 270 PS, Allradantrieb und nur 500 Kilogramm schwer ermöglichen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 190 Stundenkilometern. Und dass die Überrollbügel nicht nur Zierde sind, zeigt sich bei fast jedem Rennen. Klar, dass bei solchen Stürzen viel repariert werden muss. Und das erfordert vor allem Improvisationskunst. Die besten Bastler brachte dann auch die sozialistische Mangelwirtschaft hervor. Auch heute noch stehen an der Spitze der europäischen Rangliste viele Fahrer und Wagen aus dem ehemaligen Ostblock. Und so sind die Europameisterschaftsläufe nicht nur Rennveranstaltungen, sondern auch Tipp- und Tauschbörse. Man kennt sich, man hilft sich, auch unter Konkurrenten. Doch im Rennen hört die Freundschaft auf. Das bekommt im Finale auch Peter Mücke zu spüren. Nach einer Drängelei in der ersten Kurve heißt es für ihn erst einmal hinterherfahren und Staub schlucken. Ja, dann steht da Bartaschek, ganz schön
Aber auch die weiteren Überholversuche des Berliners werden von Peter Bartacek mit der Nummer 2 hart an der Grenze des Erlaubten gekontert. Am Ende reicht es doch noch zum zweiten Platz für Peter Mücke, der damit im Titelkampf um die Europameisterschaft kaum noch einzuholen ist. Trotzdem, nach diesem Rennverlauf kochten die Emotionen hoch. Wenn ich Erster gewesen wäre durch den Ausfall von Kolesnikow, wäre ich heute Europameister. Darum ging es nur. Entweder er oder ich. Und das wusste auch. Aber mich dann nach 10 Metern, du, das können wir ausfechten, er kann schneller sein, alles ist okay, aber nicht auf die Art und Weise. Die Titelverteidigung ist also noch verschoben. Aber schon beim nächsten Lauf Ende August in der Tschechischen Republik kann Peter Mücke alles klar machen. Und wo der eine fortangestellte Schuhmacher in eine millionenschwere Zukunft fährt, muss der andere fortangestellte Mücke immer noch mit normaler Arbeit seinen Sport finanzieren. Ja, aus einer Mücke keinen Elefanten machen, aber Peter Mücke ist und bleibt natürlich der große Favorit der Autocross-Europameisterschaften, die er schon dreimal gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob die Naturschützer besonders beglückt sind, dass ausgerechnet am Tag der Umwelt die Autocrosser um den Silberberg bei Seelow düsten, aber die Motorsportfreunde haben sich auf diesen einzigen Autocross-Europameisterschaftslauf in Deutschland natürlich besonders gefreut und man soll ja aus Mücke keinen Elefanten machen. Beim 20. beim Jubiläum in Seelow ging es um die Wurst. Denn nur eins haben sie alle gemeinsam, 4 Räder. Ansonsten, Autocrosser ist nicht Autocrosser, Sandfloh nicht Sandfloh. Aus mancher Mücke wird ein PS-Elefant. Erlaubt ist alles, was schnell macht. Ja, Autocross Division 3, es sind Spezialfahrzeuge mit Allradantrieb. Bei uns speziell hier in Seelow am Start die Hubraumklasse bis 1600 Kubikzentimeter mit einer Leistung von ca. 130 bis 280 PS. Er ist diesmal mit 260 PS der Jäger. Peter Mücke, Jahrgang 46, in Berlin-Altklinike zu Hause in den letzten 2 Jahren Europameister. Sein schärfster Konkurrent lobt Mücke über alle Maßen. Mücke einfach super. Der Mann aus Pszczeszno ist auf Mückes Hausstrecke in Seelow der Gejagte, weil Bartacek schoss Mücke beim 94er EM-Auftakt in Italien von der Bahn. Bartacek ist der Kampf angesagt auf Biegen und Brechen. Der Berliner muss total aufs Ganze gehen. Und wie lief's bisher? Bescheiden. Nur Probleme. Wir hatten eine Kabelbrand. Ich habe ganz saumäßig gestartet und bin sehr weit hin. Für Mücke eine ungewohnte Position, obwohl getüftelt haben sie das ganze Jahr. Von 0 auf 100 ist er in 4 Sekunden. 2 gekoppelte Yamaha-Motoren machen es möglich. Volles Rohr. Denn wer vorne fährt, schluckt auch weniger Staub und Dreck. Angreifen, Mückes Devise. Peter Mücke schafft trotz Vergaserprobleme den Einzug ins Finale. Von der 4. Startposition aus nimmt er die 8 Runden Jagd auf. Vor ihm Peter Bartacek und 8 weitere Siegbewerber. Doch wenn 2 sich streiten, na, Sie wissen schon, der Schwabe aus Wien Büchel ist der Nutznießer, fährt auf und davon, Bartacek dahinter, Mücke kämpft. Doch in Runde 4 das Aus für Mücke, er übersteuert, die Vorderradaufhängung gebrochen. So hat Mücke mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun. Büchel gewinnt vor Bartacek. Peter Mücke aber wird beim nächsten EM-Lauf trotzdem wieder voll auf dem Gaspedal stehen. Der 21. internationalen Veranstaltung auf der attraktiven Rennstrecke rund um den Sender ein ausgezeichnet besetzter Europameisterschaftslauf. Der Berliner Peter Mücke kam nach Seelow als Führender in der Europameisterschaftswertung, allerdings punktgleich mit dem 2. Und jetzt kommt wohl ein tierisch starker Beitrag, denn unser Reporter Wolfgang Eiser meint, dass Mücke der Elefant unter den Autocrossern ein Schwein sein müsse, wenn er wirklich gewinnen will. Ein Schwein sein in dieser Welt. Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt. Gemein sein. Denn willst du ehrlich durchs Leben gehen. Ehrlich. Du kriegst den Arschtritt als Dankeschön. Kein Schwein hatte Oldtimer Peter Mücke, zweimal bereits Europameister, gestern in der Qualifikation von Seelow. Ja, wir haben gestern im freien Training einen kapitalen Motorschaden gehabt, ein Pleuel ist abgerissen, das ist also ein Totalschaden des Motors. Um den ersten Vorlauf gestern noch zu fahren, haben wir schnell einen Motor ausgebaut und haben das auch auf die letzte Sekunde gerade so geschafft, runterzukommen. Aber ein Kerzenstecker war defekt, so dass ich nur 3 Zylinder hatte und das sind vielleicht 60 PS, damit ging natürlich gar nichts mehr. Denn 250 PS müssen her, geballte Kraft aus 8 Zylindern von 2 Yamaha Motorradmotoren. Über Nacht wurde gebaut, gebastelt, geschraubt, eine neue Maschine aus Köln geholt und siehe da, Punkt 9 zum zweiten Start war alles perfekt. Nun musste nur noch der Meister selber fahren, Alter schützt vor Draufgängertum nicht,
Peter Mücke wird im November 49. Ja, ich hoffe also auf jeden Fall, solange wie das noch so ist, will ich auch weiterfahren. Und solange es Spaß macht, soll man ja auch dabei bleiben. Dabei bleiben heißt für ihn vorne sein. Mücke ganz rechts und schon nach 4 Sekunden auf Tempo 100. Und fast an der Spitze. Selbst Ferrari und Porsche müssen passen. Mücke Eigenbau, Elefantenpower. Sein härtester Rivale, auch 95, aus Česká Lípa kommt er, Peter Bartracek. Gemeinsam führen Mücke und der Tscheche in der EM-Wertung. Im Vorjahr gewann der Gast in Selo. Es geht schon ganz schön haarig zu in unserem Sport, aber bei allem Einsatz, Fairness steht oben an. Aus der zweiten Startreihe geht Mücke ins Finalrennen. Bartracek 2 Plätze dahinter. Kein optimaler Start für beide. Mücke 3., Bartracek 5. Es führt ein 2. Tscheche, Rudolf Kaurinek, ebenfalls mit einem Audi Sandgeschoss. Dann der Schweizer Martin, 3. Mücke. Rundenlang diese Reihenfolge. In der 5. dann ein kapitaler Dreher mit kapitalen Folgen. Bartracek hat's erwischt, das Aus für ihn. Und Peter Mücke fährt wie ein Benzinteufel, driftet maximal die Brille zu, nahezu ein Blindflug. Und Mücke kämpft, er kämpft sich in der vorletzten Runde Rang 2 und erhält sich seine EM-Chancen. Der Tagessieg des Eidgenossen Martin in Selo zweitrangig. Eigentliche Lokalmatador und Publikumsliebling Peter Mücke hier nun schon dabei. Die FIA, die oberste Motorsportbehörde, sprach zwar keine Zwangsversetzung auf eine Ente für den dreimaligen Europameister aus, aber durch schärfere Reglementierungen, die in diesem Jahr hat ein anderer deutscher Veranstalter den Zuschlag für die Meisterschaft, die ist also doch insofern gleichwertig, weil die europäischen Spitzenfahrer sind insofern also auf gar keinen Fall. Peter Mücke aber immerhin, nächstes Jahr soll hier wieder ein EM-Lauf stattfinden. Technische Abnahme hat gerade in dieser Woche in Selo stattgefunden. Das Ergebnis der FIA-Kommissare tauglich. Ein paar Kleinigkeiten, sage ich mal, in Anführungszeichen, müssen hier geändert werden. So muss zum Beispiel in der einen Schikane müssen ein paar Reifenstapel errichtet werden. Und an bestimmten Stellen ein wenig Leitplanken zusätzlich errichtet werden. Also galt es für das Seeloer Publikum, sich schon mal für das nächste Jahr einen neuen Lokalmatadoren aus Berlin. Immerhin schon lange gegen Peter Mücke gefahren, immer unterlegen, aber jetzt mit neuem Crosscar. Seit über 11 Jahren fährt er Autocross und seine ganze Zeit. Also wir haben erstmal ein grundlegend neues Fahrwerk gekauft und das modifiziert, haben den Motor weiterentwickelt und vor allen Dingen haben wir ein Spezialgetriebe erworben, was eben zum einen sequentiell geschaltet wird, also man schaltet bloß noch in eine Ebene und man braucht weder Kuppel noch Gas wegnehmen dabei und das ist also, dem wir uns davon erhoffen. Die gelbe Nummer 89, ganz deutlich zu sehen, ohne Kuppeln und Gas wegnehmen, das ist Jörg Lessing. Dass er international bereit ist, die Nachfolge von Peter Mücke zu übernehmen, bewies er bisher schon, nach 2 EM-Läufen Platz 2. Hier in Selo wollte er nur sein Auto testen. Über 200 PS, Geschwindigkeit im Durchschnitt über 70 km/h und in 4 Sekunden von 0 auf 100. Kein Wunder also, dass seine Konkurrenz nur seine Hinterräder sah, wenn Lessing mal keinen Staub aufwirbelte. Für Aufsehen hat er jedoch schon gesorgt. Für Peter Mücke ist er nicht nur in Selo ein vollwertiger Ersatz. Er gewann den Renntag,
was für ihn nicht mehr als eine Generation. Und wenn er so weiterfährt, können die Seeloer Jörg Lessing im nächsten Jahr mindestens als einen Favoriten unter Europas besten Crossern bejubeln. Einige der besten Fahrer Europas zu sehen, denn schon zum 10. Mal wurde hier ein EM-Lauf ausgetragen. Autocross in Seelo, das ist Action auf einer 800 Meter langen Piste mit 27 Metern Höhenunterschied. Gut einsehbar fürs Publikum. Gefahren wurde in vier verschiedenen Klassen, in drei davon ging es um Punkte zur Europameisterschaft. Am interessantesten die Spezialcrosser bis 3,5 Liter Hubraum und mit dabei auch ein Brandenburger, Thorsten Parmann vom MC Klosterfelde. Er und seine sechs Helfer, von Oktober bis März hatten sie gebastelt am Ford Cosworth Marke Eikenbau und insgesamt 60.000 Mark investiert. Im Mai hatte der Klosterfelder einen Lauf zur deutschen Meisterschaft gewonnen, nun sein erster Auftritt bei einer Europameisterschaft. Gegen harte Konkurrenz, vor allem aus Osteuropa. Thorsten Parmann war schon vor der Wende aktiver Autocrosser. Nach einer Pause stieg er vor 5 Jahren wieder ein. In Seelo erkämpfte er heute im B-Finale den 3. Platz. Mehr war einfach nicht drin. Also Europameisterschaft ist wegen unserem Geldbudget, sag ich mal, gar nicht möglich. Weil wenn man das hier sieht, mit was die hier ankommen. Und das fängt bei den Reifen an. Wir fahren so 2 Jahre mit den Reifen und die wechseln je nach jedem Lauf die Reifen. Und so ein Reifen kostet einer zwischen 400 und 450 Mark. Das können wir uns beim besten Willen nicht erlauben. So fand das A-Finale dann ohne deutsche Beteiligung statt und wurde zu einer internen tschechischen Meisterschaft. Mit ihren Gefährten der Marke Tatra waren sie der Konkurrenz weit überlegen. Bis zu 400 PS kamen da auf die Piste. Es gewann Petr Bartosz vor Milan Starek und Roman Herka. In der EM-Fahrerwertung führt nun der heutige zweitplatzierte Milan Starek. Und neben Siegerkranz und Prämie gab es auch noch ein Freigetränk. Crossrennen gefahren. Wir sehen hier einen spektakulären Crash von Bernd Schmitz. Nichts passiert. Zum 28. Mal also Autocross und in 9 Klassen ging es sogar um Punkte für die deutsche Meisterschaft. Es gab allerdings 10 Klassen und die 10. Klasse, also die, in der es nicht um DM-Punkte ging, die war für viele Zuschauer die interessanteste. Und Dirk Eiding, der weiß warum. Go, Trabi, go. Mit 26 PS, Vollgas, viel Lärm und Gestank geht die Rennpappe in die Spur. Premiere in Seelo für den kultigen Zweitakter. Gefahren wird um einen sogenannten Trabi Cup. Mit viel Spaß übrigens. 30 Fahrzeuge am Start und der Fantasie waren beim Outfit keinerlei Grenzen gesetzt. Pflegeleicht, anspruchslos, kostengünstig, das sind noch immer die Vorteile des Trabis. Und Reparaturen dauern meist nicht lange. Beim Umbau der Straßen auf die Cross-Variante hat man übrigens sogar auf Luxus geachtet. Den Benzinhahn haben wir nach innen verlegt und haben den im unteren Bereich neben dem Gaspedal zur Betätigung mit dem rechten Fuß eingebaut. Der ist ganz bequem, mit dem rechten Fuß mit der Spitze zu betätigen. Also kein Bücken, kein Verrenken mehr, es geht ganz wunderbar. Gar keinen Benzinhahn braucht der VW Golf GTI von Brandenburgs Vorzeige-Autocrosser Uwe Wagner aus Schönwalde. Er ist der aktuelle deutsche Meister. 42 Jahre, seine 21. Rennsaison. Doch der Titelverteidiger in den vorangegangenen beiden Meisterschaftsläufen vom Pech verfolgt. Ich habe ein paar Ausfälle gehabt. In diesem Teil ist mir das Lenkrad abgerissen. In Grünneuig mich mächtig überschlagen gehabt mit dem Auto. Und dann haben wir es in der Nacht noch aufgebaut. Naja, und dann ist die Antriebswelle abgerissen, ja, zum Schluss. In Seelo wollte er es natürlich besser machen. Im ersten von 2 Läufen in der Klasse der Serienturnwagen lag er bis zur letzten Runde auf Rang 3, dicht hinter den Führenden. Dann am letzten Anstieg aus der Traum, nichts ging mehr. Nur mit fremder Hilfe schaffte er es ins Fahrerlager. Letzte Runde Getriebe kaputt gegangen. Gang ist rausgesprungen, Getriebe, Tellerrad kaputt gegangen. Ja, passiert bei VW öfters hier. Schade. Lässt sich da heute noch was reparieren? Ja, wir wollen mal versuchen, vielleicht kriegen wir das noch hin, ja. Rund 2 Stunden später Start zum 2. Lauf und mittendrin die Nummer 299. Uwe Wagner fuhr noch auf Rang 2. Endlich kam das Glück zurück. Pech für die Konkurrenz, eine Karambolage und der deutsche Meister fuhr noch vorbei. Keine Bange, der Unfall verlief glimpflich. Glück im Unglück, beiden Piloten ist Gott sei Dank nichts passiert. Nur das Blech hat ein paar Beulen abbekommen. Erfreuliches tut sich beim Weltcup